So, dann herzlich willkommen zur zweiten Aufzeichnung heute. Das Live-Trading wird auf morgen dann verschoben. Dann dürfte auch Guidance wieder stabiler laufen. Ein ereignisreicher Tag liegt hinter uns und aktuell kann der DAX leicht, also von den Tiefständen oder seinen aktuellen Seitwärtsbewegungen nach oben ausbrechen. Und es liegt definitiv weit und über seinen Tiefskursen. Aber da schauen wir jetzt gleich darauf. Zunächst einmal wieder erst einmal der Risikohinweis. Diese Videos und Analysen stellen keine Anlageberatung dar. So, dann fangen wir beim DAX an. Der durchbrach heute früh die Unterstützung bei 9.315 auf Stundenbasis. Anschließend konnte dieser Support sofort wieder zurückerobert werden. Ja. Allerdings scheiterte er dann exakt an dem 9.478er Marke oder 80er Marke hier rum. Also noch ist der DAX nicht aus dem Schneider und erst wenn ein Stundenschluss auch über dieser Marke stattfindet, kann man den Blick nach oben richten. Aber eben anfangs der Woche war für mich hier erst einmal unter 9,5 kein klares Bild, beziehungsweise der DAX ist ja immer schwach geblieben. Also da wurde kein Trade eingegangen, aber auch kein Short Trade. So, zum Tagesbild. Auch hier wurde eben die Marke kurz unterschritten und auf Tagesbasis zurückerobert. Also hier, wie gesagt, wenn es wirklich gut läuft, dann haben wir hier vielleicht ein belastbares Tief gesehen, aber es kann sich hier locker noch weiter nach unten ausdehnen bis 8, ja, die Unterkante vielleicht sogar 8,6. Aber aktuell oder beziehungsweise auch morgen sind noch wichtige US-Arbeitsmarktdaten da und die können den Index in die eine oder andere Richtung schubsen. Kommen wir zum Münchner Rück. Da habe ich ja gesagt, Bruch dieser Marke relativ unwahrscheinlich. Da müsste der DAX schon bei 9 auf 9.700 ansteigen. Der Wert schaffte es trotz, dass der DAX nicht über 9,6 ansteigen konnte, hier hochzulaufen. Aber es gab einen bärischen Abprall. Aber auch hier sollte sich der DAX drehen, ist es jetzt nicht unbedingt eine Short-Kerze. Also vorsichtig sein. Eher, wo ich wirklich definitiv falsch lag, das war die Daimler-Aktie. Hier ist sie. Da habe ich in dem Video erwähnt, dass diese Marke eher nur temporär unterschritten wird auf Tagesbasis und es eigentlich eher sofort Richtung 62 geht. Da lag ich falsch. Der Wert hat im Tagesverlauf eher um die 60 Euro Marke gekämpft als um die 62 Euro Marke. Zum Silber konnte sich noch weiter annähern. Ja, habe ja auch eine Analyse gebracht. Teilgewinne sind definitiv nicht falsch hier zu realisieren und sollte eben jetzt in den Aktienmärkten, was ich immer noch auf dem Radar habe, eine nachhaltige Erholung einsetzen, eben eine überraschende für viele Marktteilnehmer, dann wird es hier auch eher abfallen. Aber klar, Stopp nach oben setzen oder noch weiter in Gewinn setzen und abwarten, was passiert, ist auch eine gute Alternative. Das neue Setup Facebook. Habe ich auch eine Gottmode-Analyse geschrieben. Wieder ein Rückfall. Also als es auch hier war, war für mich
von der Zählweise klar, es muss noch einen Rücklauf geben, bevor die obere Marke angelaufen werden kann. Der Rücklauf fand statt, schon zweimal. Auch in der Analyse schrieb ich noch einmal, ein Rückfall wäre möglich. Hier wurde dann an der 110-Marke dann eingestiegen. Mal abwarten, was hier passiert. Der Stopp ist bei 104,50 gesetzt. Noch kurz zu E.ON. Ja, in dem negativen Marktumfeld hat sich über der 9-Euro-Marke gehalten. Meine Wunschmarke noch. Und hier sollte was nach oben noch möglich sein. So, das war's. Morgen früh wird es von mir kein Video erstmal geben. Ich war vor 11, 12 nicht am Rechner sein. Ich versuche um 11 da zu sein. Eventuell macht Chris was. Aber lasst euch einfach überraschen. Und hier auf im US-Markt hoffen wir, oder ich hoffe auf eine neue schöne Reversal-Kerze. Danke fürs Zuhören und wer auch auf den Fasching noch gehen sollte, viel Spaß!